Tja, eigentlich hatte ich mir ja geschworen, nie wieder was über die Kompakt zu berichten. Aber die Gelegenheit konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Also danke an die vielen Hinweise via Twitter oder wie auch immer das jetzt heißt. Viele von euch beurteilen ein Buch immer noch nach dem Cover, aber in dem Fall, denke ich, kann ich das durchgehen lassen. Wenn ihr mehr über die Kompakt erfahren wollt, ich habe sehr ausführlich darüber gesprochen in Presseschlauffolge 88. Ja, in Folge 88, das ist sicher nur Zufall. Genauso wie es Zufall war, dass Xavier Naidoo damals auf dem Cover war. Oh mein Gott, dieser Seitenscheitel auch noch, wow. Was für eine wilde Zeit damals, 2017. In der gleichen Ausgabe habe ich übrigens auch noch die Zeitschrift Gemüse rezensiert. Das fand ich ehrlich gesagt ergiebiger. Wie dem auch sei, der Grund, warum ich diese Nazi-Scheiße hier schon wieder bei mir zu Hause rumliegen habe und hoffen muss, dass ich rechtzeitig mit dem Beitrag fertig bin und dieses Hetzblatt entsorgen kann, bevor mich irgendjemand besucht, das sieht und an meiner Anständigkeit zweifelt, ist natürlich, wie gesagt, die Titelgeschichte. Feindbild Deutsche, von den Germanen bis Rammstein. Da steht man auch erstmal davor wie ein Ochse vorm Tor und fragt sich, was zum... Hä? Ihr dürft ja gerne mal raten, wie lang der Artikel ist, der hier auf dem Cover als einziger Artikel überhaupt angeteasert wird. 12 Seiten. In einer alternativen Realität, in der ich das Magazin nicht bereits besprochen habe, würde ich wahrscheinlich das ganze Heft durchblättern und mich über all die Sachen lustig machen, die es da zu finden gibt. Friede mit Russland raus aus der NATO? Also ich bin kein Experte, aber für mich hört sich das wie zwei sich völlig widersprechende Sätze an. Uff, naja, und diese Taube hat sich, als sie Stockfotomodel geworden ist, sicher auch gedacht, scheiße, wäre ich ja nur bei Hochzeiten geblieben. Stattdessen überspringen wir alles, auch das Editorial, in dem Jürgen Elsässer mal wieder fordert, dass Deutschland sofort aus der EU austreten soll, sonst passieren schlimme Dinge. Was die schlimmen Dinge sind, kann man übrigens auf der jeweiligen Karte nachlesen, meistens ganz unten. Und gehen stattdessen direkt zum Main Event, dem Essay Feindbild Deutsche von Elsässer und Sven Eggers. Sven Eggers ist ein rechtsextremer Politiker, der bereits für die DVU als Kandidat im Europaparlament und für die NPD als Kandidat für die Bundestagswahl aufgestellt war. Er wurde außerdem bereits wegen Volksverhetzung angezeigt, aber da soll er sich mal nichts drauf einbilden. Selbst ich wurde bereits wegen Volksverhetzung angezeigt. Das geht heutzutage schneller, als einen Strafzettel wegen Falschparkens zu bekommen. Die Liste der von ihm geschriebenen Bücher sollte euch eigentlich alles sagen, was ihr wissen müsst. Ich höre, Maulkorb Republik Deutschland soll sehr spannend sein. Offensichtlich durfte man bereits vor 20 Jahren ja nichts mehr sagen. Hallo, ich unterbreche die Vorstellung, / Kritik dieser super tollen, / ganz furchtbaren Zeitung ein letztes Mal, um euch darauf hinzuweisen, dass wir im Oktober auf Tournee sind. Es wird ein Live-Presseschlau geben, es wird Comedy geben, es wird Nostalgie geben, es wird Zuschauerbeteiligung. Heißt das, Leute dürfen auf die Bühne? Ah, darüber sprechen wir noch. Jedenfalls, kommt vorbei, sichert euch eure Tickets auf massengeschmack.tv. Was auf der Tour passiert, bleibt auf der Tour. Es wird keine Aufzeichnung geben. Wir werden das nirgendwo veröffentlichen. Es gibt für euch also nur diese eine Gelegenheit und die solltet ihr nutzen. Und damit zurück zum Beitrag. Naja, die Propagandamaschinerie, vor allem in den USA und in Großbritannien, läuft schon seit über 100 Jahren wie geschmiert. Nach 1968 wurde sie durch den Nationalmasochismus der Deutschen verstärkt. Das Schockierende: Der Hass erstreckt sich sogar auf die Germanen. Tja, das ist ja unfassbar. In der Tat sehr schockierend. Die konnten sich ja nicht mal wehren. Hoffentlich greifen da einige mutige, moderne deutsche Krieger mal ein und sagen, was wir alle denken, Schluss mit dem Germanenhass. Und ganz im Ernst, Nationalmasochismus ist wirklich ein sehr schönes Wort, aber ich denke, bis auf ein paar nicht so unbedingt gesellschaftsrelevante Punks und vielleicht die APPD, gibt es keinen Nationalmasochismus. Es gibt nur Leute, die auf unsere Vergangenheit schauen, die ja 1968 auch noch gar nicht so weit zurücklag, und sich sagen, vielleicht fahren wir den Nationalstolz und das Flaggenschwenken mal ein bisschen zurück, nur um sicher zu gehen. Aber ich greife schon wieder vorweg. Was ist denn nun mit dem deutschen Hass? Wer ist denn daran schuld? Also, ganz klar, die Eliten, Trademark. Ganz anders sieht es aus, wenn man sich die Haltung der globalen Eliten, Trademark, zu Deutschland anschaut. Taktgeber sind hier die Briten, deren Upper Class gerne bei Partys mit Hakenkreuzkostüm aufläuft. Etwa Formel-1-Boss Bernie Ecclestone oder Prinz Harry. Prinz Harry, wer? Ach ja, Prinz Harry, der olle Rassist. Ah, ich wette, der hasst Schwarze. Offensichtlich sind die Blaublüter neidisch darauf, dass wir den Nationalsozialismus vor ihnen erfunden haben, obwohl sie in puncto Rassismus lange Zeit in Führung lagen.
Und die USA starteten nach 1945 ein regelrechtes Umerziehungsprogramm, Re-Education, für das verfluchte Volk. Obwohl schwarze Besatzungssoldaten in deutschen Gasthäusern willkommen waren, während in den Bars der US Army bis in die 60er Jahre immer noch Apartheid galt. Also, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn alles, was man zu bieten hat, das alte Kindergartenargument ist von wegen, naja, die anderen haben wir angefangen oder aber die Briten sind viel schlimmer rassistisch als wie wir. Okay, dieses, ich wette, die Briten ärgern sich, dass sie den Nationalsozialismus nicht erfunden haben. Ich glaube, das wäre selbst Kindergartenkindern zu doof. Der erste Teil geht um die Germanen und irgendwie auch ein bisschen um die Wikinger. Alles wird hier in einen Topf geworfen und der generelle Tonus lautet, die Germanen waren keine Wilden, sondern ein sehr zivilisiertes Volk. Was ja stimmen kann, aber okay. Zahlreiche Zeugnisse römischer und griechischer Geschichtsschreiber liegen vor, die belegen, dass die altgermanische Kultur anderen antiken Zivilisationen in keiner Weise nachstand. Leider war für kein einziges dieser zahlreichen Zeugnisse Platz in diesem Artikel. Naja, ist ja auch echt ziemlich kurz. Alle Quellen und Zitate sind aus dem 20. oder 21. Jahrhundert. Vieles davon ist Propagandamaterial, so wie diese Karikatur aus Frankreich aus dem Ersten Weltkrieg. Also aus einer Zeit, in der es durchaus schon 1-2 Millionen Gründe gab, Deutschland zu hassen. Ein großer Part in der Mitte ist der Mimimi, Deutsche sind immer die Bösen in Hollywood-Filmseite. Das ist, vieles davon sind einfach nur Filme, die zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs oder kurz davor spielen und nicht in Deutschland produziert wurden, wo ich mich schon frage, ja, wer soll denn da sonst den Bösewicht spielen? Keine Ahnung. Der liebste Bösewicht der internationalen Filmindustrie ist der Teutone. Am besten auch gespielt von einem Deutschen. Eine Auswahl an prominenten Beispielen. Ja, sorry, also da sind wir Deutschen, das kann man jetzt nicht anders sagen, auch selbst schuld. Deutschland hat nun mal mit den Nazis und den Schergen vom Tausendjährigen Reich etwas derart Böses erschaffen, dass man es bedenkenlos in jedem Film als das Böse einsetzen kann. Niemand muss Motive oder Hintergrundgeschichte haben. Bei Nazis wissen alle Bescheid und die kann man auch bedenkenlos zu Tausenden erschießen oder zu Hunderten skalpieren. And I want my scalps. Dazu später mehr. Zwei Bond-Filme sind hier auch aufgelistet und auch Filme, wo ich mich frage, ob die Autoren die überhaupt gesehen haben. Ich meine, ja, Thomas Kretschmann spielt oft einen bösen Nazi, aber ausgerechnet Operation Walküre als Beispiel zu nennen, der ja in Deutschland spielt und wo alle beteiligten Rollen eigentlich Deutsche sind, inklusive der des Guten, in Anführungszeichen, Stauffenberg. Okay, der wird nicht von einem Deutschen gespielt, aber ist das jetzt schlimmer oder besser? Da kommt es natürlich darauf an, was die Aussage dieser Doppelseite überhaupt sein soll. Ich meine, hier ist von internationalen Produktionen die Rede und als Beispiel wird auch der Untergang angegeben. Wäre es in dem Fall nicht besser, den ultimativen Bösen anzugeben, also Hitler höchstpersönlich? Ja, Moment, kann man da jetzt vielleicht sagen, in der Einleitung steht ja, gespielt von einem Deutschen, aber Hitler wurde ja von Bruno Ganz gespielt und der ist Schweizer. Okay, was ist dann mit der Rolle von Hans Lander aus Inglourious Basterds? Die Rolle des SS-Standartenführers, der im besetzten Frankreich Juden aufspüren soll, bescherte dem Österreicher den lang ersehnten Oscar. Die Handlung von Quentin Tarantinos Skandalfilm, US-Leutnant Aldo Rain, gespielt von Brad Pitt, und seine jüdische Kampfgruppe wollen so viele deutsche Uniformierte so brutal wie möglich töten. Zitat, wir werden grausam zu den Nazis sein. Also nachdem ich das gelesen habe, bin ich mir sicher, dass man den Film mindestens nicht verstanden, wenn nicht sogar vielleicht gar nicht gesehen hat. Hans Lander ist übrigens kein Deutscher. Ich meine nicht der Schauspieler Christoph Waltz, der ist auch kein Deutscher, ja, aber die Figur, die er spielt, SS-Standartenführer Hans Lander, der ist auch Österreicher. Ist für die Autoren wahrscheinlich eh alles dasselbe. Und Wolfgang Kurzfleisch aus Iron Sky ist technisch gesehen auch kein Deutscher, der wurde auf dem Mond geboren. Wobei das in dem Film deutsches Territorium ist, es ist kompliziert. Allerdings, nochmal zurück zu Inglourious Basterds, das ist so ziemlich das schlechteste Beispiel, das man anbringen kann, wenn man hinaus will auf Deutsche im Film immer böse und dumm. Tarantino hat mal gesagt, er betrachtet seine Filme als Schachspiele, bei der alle Spieler auf Augenhöhe sind. Wäre ein Spieler wesentlich dümmer als der andere, dann wäre es ein sehr langweiliges und sehr kurzes Spiel. Hans Lander ist mit die Abstand beliebteste Figur in diesem Film. Ja, er ist ein Judenjäger, aber er ist gebildet, er ist höflich, er spricht mehrere Sprachen und er ist wesentlich smarter als Aldo Rain, der als tumber und sadistischer Grobian dargestellt wird. Klar, Nazis zu töten macht Spaß, aber es macht noch mehr Spaß, Christoph Waltz zuzuschauen. Danke übrigens an Rieke, die mir das so wundervoll zusammengefasst hat. Inglourious Basterds ist ihr Lieblingsfilm. Ich glaube, sie bereitet gerade ein 3-stündiges Video-Essay zu diesem Thema vor. Deswegen war sie so gut vorbereitet. Aber gut, kommen wir zum Main-Main-Event. Kommen wir zu Rammstein. Auch
dazu bereitet sie, glaube ich, gerade ein Video-Essay vor. Ich bin allerdings schon vom Stuhl gekippt, als ich den Einleitungssatz gelesen habe. Der Sexskandal um Till Lindemann ist nur ein Vorwand, um eine Band von der Bühne verschwinden zu lassen, die der Kulturschickeria schon lange ein Dorn im Auge ist, auch weil sie stolze Ossis sind. Weiß ich nicht. Also die Kulturschickeria, ja? Weil sie stolze Ossis sind. Das muss ich erstmal verdauen. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich immer noch die Tatsache verdauere, dass laut des Essays das größte Problem ja auch ist, dass sie Deutsche sind. Ja, genau, das ist das Problem mit Till Lindemann. Deswegen hassen ihn jetzt alle, weil er Deutscher ist. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, selbst wenn die Medien tatsächlich Rammstein loswerden wollen, weil sie stolze Ostdeutsche sind, ganz ehrlich, soll mir recht sein. Ich sag jetzt nicht, was ich von Ossis halte, ich will nicht schon wieder eine Anzeige wegen Volksverhetzung, wenn aber auch nur die Hälfte von den Berichten um die Row Zero, den Missbrauchsskandal und dieses Rekrutierungssystem wahr sind, und danach sieht es für mich aus, dann sollte zumindest Till Lindemann wortwörtlich von der Bühne verschwinden. Der Großteil des Artikels liest sich wie echtes peinliches Fanboy-Gehabe. Eine Geschichte von Rammstein mit all den tollen Sachen, die sie schon gemacht haben, inklusive einer Kurzbiografie von Lindemann, den er als handfesten Muskelmann bezeichnet. Vielleicht ist der Autor ja auch einfach nur neidisch, weil er nie in die Sackbox durfte. Nach zwei Seiten journalistischer Aftershow-Party will ich dann jetzt auch mal wissen, warum Rammstein nun verschwinden soll. Dem bundesrepublikanischen Justemilieu ist alles Deutsche ein Dorn im Auge. Vor allem alles Ostdeutsche. In der bunten Republik ist auch kein Platz mehr für maskuline Männer, die harte Musik für ein überwiegend weißes Publikum spielen. Rammstein sind ein Relikt aus einer Zeit, in der Herkunft und Geschlecht kein Wunschkonzert waren, sondern unabänderliche Tatsachen. Für die Mehrheit der Ossis ist das immer noch so. Deswegen und nicht wegen Lindemanns Trieben sollen die deutschen Kultrocker verschwinden. Tja, das ist nochmal die gleiche bescheuerte Erklärung wie vom Anfang. Ich habe die Berichterstattung um den Skandal sehr ausgiebig verfolgt und kann mich an keinen einzigen Artikel erinnern, in dem erwähnt wurde, dass die Band aus Ostdeutschland kommt, noch dass es ein Problem wäre, dass die Band irgendwie maskulin wäre und die Musik für ein weißes Publikum gemacht wird. Da darf man ja mal ganz höflich fragen, wo sind denn da die Beweise? Gibt natürlich keine. Eine Sache, die der Autor auch in den Vordergrund rückt, ist, dass die Band Rammstein Frauen immer als starke Wesen präsentiert. Allerdings darf man nicht vergessen, die Frauen der Rammstein-Videos stehen den Männern in nichts nach. Das betrifft nicht nur das dominante Schneewittchen und die kriegerische Germania, hinzufügen lässt sich die arrogante Tänzerin aus dem Video Engel. Als direktes Zitat an den Horrorfilm From Dusk Till Dawn performt sie lasziv mit arroganter Miene vor gierigen Männerblicken. Um ihre Schulter ringelt sich eine Würgeschlange. Lässig gießt sie Shampoos auf ihr Bein. Der fließt ihr bis zum Fuß, wo ein devoter Zuschauer ihn von ihren Zehen schlägt. Ein devoter Zuschauer, bestimmt nur ein Statist, schätze ich mal. Tja, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Rammstein halt nicht nur aus Till Lindemann besteht. In seinem Soloprojekt Lindemann werden Frauen ganz anders präsentiert. Ja, egal ob Fish On oder Platz 1, wenn er die Kontrolle hat, sind Frauen für ihn eigentlich nur Sexobjekte. Von seinem Gedicht Wenn du schläfst ganz zu schweigen. Ich hätte es mir also schon denken können, die Vorwürfe der kompakte Rammstein und Lindemann wären der deutschen Elite ein Dorn im Auge, ist nicht nur völlig haltloser Verschwörungsquatsch, sondern auch ein Schlag ins Gesicht für alle seine Opfer. Und das ist furchtbar schade. Sad good? Yes, sir!